So, dann herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFD. Heute etwas mit einer etwas anderen Startseite, nämlich es ist 20 Uhr, eine Stunde bevor das Deutschlandspiel startet, und hier exklusiv die Aufstellung. Naja, ein kleiner Spaß darf sein. Also ich bin echt gespannt, wie die deutsche Mannschaft abschneidet, und natürlich auch dann mit kurzem Risikohinweis. Und natürlich bin ich auch dann gespannt, was der DAX nächste Woche macht. Doch zunächst einmal ein kleiner Rückblick, was letzte Woche passiert ist. Es sind eben ein paar Kursziele erreicht worden. Hier im Dow Jones war definitiv auch nur der Pfeil hierher. Und weitere andere Pfeile, Ausbrüche gab es hier nicht. Und mein Tenor war hier: Es könnte hier was hochgehen, aber ich präferiere definitiv keinen weiteren Anstieg. Genauso wie hier im Nasdaq, hier wurde sogar dann deutlich ein blauer Pfeil nach unten gezeichnet, was im Prinzip auch dann so eintrat. Also hier bei den US-Indizes ist in meiner Meinung nach noch alles in Ordnung und kann sich dann noch schön nach oben ausdehnen. Gut, hier bei Twitter war ich auch schon etwas länger nicht mehr so optimistisch. Ich habe immer wieder gesagt, entweder man kann sich so ausstoppen lassen, dann eventuell an der Linie oder auch noch den Stopp, den Anfangsstopp belassen. Und da wäre er hier noch dabei, aber es sieht natürlich jetzt definitiv nochmal nach einem neuen Tief aus. Ja. Auch die Chinko Solar kam jetzt deutlich unter Druck und ist unter diese Marke gefallen. Damit hat sich das Chartbild hier jetzt wieder in meinen Augen natürlich ein bisschen eingetrübt. Also der Ausbruch findet jetzt definitiv so nicht statt, wie ich den eingezeichnet habe. Natürlich kann hier noch diese Aufwärtstrendlinie Halt geben und da sollte auch die Aktie dann drehen. Aber bevor jetzt hier was Neues wäre, hier absolut nochmal ein Ausbruch hier unten unter die 19 Euro US-Dollar Marke und hier vielleicht nochmal ein Anstieg dann Richtung 23 US-Dollar. Zu WTI und Brent, ja, was soll man hier sagen? Ich tue noch mal kurz hier das Brent. Das Limit lag hier bei 52,90, aber als es eben hier nicht bei der Veröffentlichung der Rohöllagerbestände zu keinem neuen Hoch kam oder kein dynamisches Hoch, wurde hier das Limit ja rausgenommen. Wäre dann absolut fast im Top gewesen, der Stopp hätte dann trotzdem hier oben erstmal gelegen, weil, wie gesagt, mit antizyklischen Setups hier in der Öffentlichkeit ja reinzugehen, ist halt immer so eine Sache. Danach heißt es ja, der Trend war absolut intakt. Natürlich war hier der Trend intakt. Auf Stundenbasis wäre jetzt hier, auf Tagesbasis ist im Prinzip der Trend theoretisch auch noch intakt. Ja. Der würde hier eben, wo man eben ansieht, frühestens vielleicht eben hier sogar erst brechen oder mit dem Tief. Aber für mich war hier, nachdem dieses Hoch jetzt wieder rausgenommen worden ist, hier ja auch ein Short-Signal dann eingezeichnet oder eine Sell-Trigger-Marke mit erst einmal 49,30. Bei WTI, da gab es eben kein antizyklisches Setup. Die Marke war hier nur benannt worden bei 48,25 oder ja, 25 und oder 35, aber auf Tagesschlussbasis, das wurde ja hier nicht erreicht und diese Marke wurde dann hochgesetzt auf 50,30 und ist jetzt hier auch gebrochen worden, sogar der steile Abwärtstrend. Auch hier war die Prognose dann richtig, dass wir jetzt hier nahe einem Hoch sind. Das hat also hier, ja, natürlich Twitter und Chinko nicht so gepasst. Bei den Indizes hat diesmal es super gepasst. Bei Gold, da konnte hier diese Abwärtstrendlinie genau nur einen Tag hier noch halten. Am nächsten Tag gab es einen Ausbruch nach oben, aber auch hier immer bullisch eingestellt. Und hier gab es ja auch die spekulativen bzw. eben Stop-Buy-Szenarien plus eben hier dieses, wo genau an dem Tief Gold wieder gedreht hat. Also es war letzte Woche, hat hier auch vieles gepasst, nur hier halt dann zu früh raus. Und jetzt muss man sehen, wo sich Gold hinentwickelt.
So, bevor man jetzt eben zum DAX kommt, habe ich noch hier das Pfund gegen australische Dollar. Hier ist der Stopp gerissen worden, das letzte Tief ist durchschritten worden. Hier sah es eben so vor aus, dass ich 50% Retracement halten sollte. Gab hier ein tieferes Tief, wo der Stopp sowieso gehalten hat, dann wieder ein Rücklauf, aber nicht dieses Hoch, also nicht diese Stop-Buy-Marke ausgelegt, was nicht richtig das präferierte, ja, an sich schon das präferierte Setup, also das für Trendtrader auf alle Fälle besseres Setup. Das andere sind eben die antizyklischen, die ist natürlich hier in die Hose dann gegangen. Euro-australische Dollar hält das Tief noch. Also war das hier im Prinzip auch ein Pfund, definitiv eine Pfundschwäche. Bei US-Dollar, japanischen Yen hat im Prinzip soweit alles gepasst. Dieselbe Triggermarke war in der vorletzten Woche, letzten Freitag so angegeben worden. Wer hier eingestiegen ist, liegt im Gewinn. Und hier gab es nicht zu arge hohe Rückläufe. Hier waren die Short Limits noch drin. Aber wer hier den grauen Pfeil so getradet hat, konnte mit dem neuen Tief auch Gewinne machen. So, und jetzt kommen wir zum DAX. Zunächst auch kurzen Rückblick. Hier sollte es zwischen den beiden Linien sich aufhalten. Dann gab es Freitag direkt, wurde diese Marke von eben 10.000 auf 20, was ich da noch benannt habe in dem Video, war für mich eher auch eine Range angesagt, aber natürlich hier sogar auf, ja, die erste Stundenkerze. Es gab so gut wie keinen handelbaren Kurs über 10.020. So, jetzt habe ich hier einen neuen Chart mitgebracht. Zunächst einmal, wir liegen hier unter dem Rainbow komplett wieder. Freitag wurde der eben aufgegeben, deswegen auch hier noch meine These, dass der hier hält und eben nach oben leicht abprallt. Diese Trendlinie hat auch nicht gehalten, ist auch auf Schlusskursbasis durchbrochen worden. Und wenn wir jetzt von diesem Tief die letzten Tiefpunkte miteinander verbindet und die dritte in etwa so legt, den Abstand wie hier, wird sich hier ein schönes, wie gesagt, das ist erstmal konstruiert, ja, ein schönes Tief bei 9.665 bieten. Das wäre ja die Anlaufmarke für Montag, falls es eben hier nicht bei 9.800 Punkten oder knapp darunter 9.770 Punkten, wenn es hier nicht halten sollte, dürfte es nochmal 100 Punkte nach unten gehen. Das wäre jetzt für mich hier zu sehen, was im Stunden-, im Tageschart hier der DAX macht, um vielleicht eine spekulative Long-Position dann einzugehen. MIM, sage ich mal, eben im Hinblick auf den Nasdaq und auf den Dow Jones. Hier kann es natürlich Montag auch nochmal runtergehen. Auch nochmal eher, könnte auch kräftiger, aber hier sollte eben der Index spätestens bei 4.417 dann drehen. Deswegen, wenn jetzt hier noch eine vorbörsliche Schwäche eintritt am Montag und der DAX darunter fällt und dann im Gegenzug eben die US-Indizes wieder stark sind, kann sich der DAX oder sollte sich der DAX dort fangen und nach oben drehen. Das war's. Danke fürs Zuhören und ich wünsche allen natürlich, wer das Video vorher noch sieht, einen schönen Fußballabend und bis morgen.